Wir essen ja in Berlin nicht nur Currywurst, wir essen auch Döner. Und zwar ziemlich gleichberechtigt inzwischen. Alle von uns. Und wir, ja das nehme ich jetzt nur als Symbol. Und das zu begreifen, das, ich will mal mich selber mal anklagen. Ich habe mehrfach Menschen mit dunkler Hautfarbe Englisch angeredet. Ja. Und dann haben die mir fließend Deutsch geantwortet. Ja. Und da habe ich gesagt, du Blödmann, warum gehst du eigentlich davon aus, dass die nicht Deutsch sind? Es gibt es längst, und zwar in einer Vielzahl. Ja. So, und das zu begreifen, ist unsere Aufgabe. Ich will Ihnen da in dem Punkt nicht widersprechen. Ich will einfach nur sagen, es muss trotzdem, trotz dieser vielen kulturellen Unterschiede, die in einem Land sein dürfen, muss es trotzdem einen gemeinsamen Nenner geben, auch einen kulturellen. Richtig. Wissen Sie, in Amerika zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Amerika ist auch ein Einwanderungsland. Es vereinigt so viele Kulturen. Es hat aber auch der Chinese, der zuwandert, oder auch der Muslime, ist stolz, Amerikaner sein zu dürfen. Und trotzdem ist er aber auch Italiener oder Chinese oder Japaner. Glaube ich, der Unterschied. Und es wurde vorhin erwähnt, ich stamme aus Siebenbürgen. Ne? Wir sind Deutschstämmige aus Siebenbürgen. Ich bin als Spätaussiedlerin mit meinen Eltern hier nach Deutschland gekommen. Und in Rumänien waren wir quasi die Deutschen. Ne? Und dann kommt man nach Deutschland im Bewusstsein, du bist Deutsche, du bist nicht Rumänin. Mhm. Hier war ich für die Leute wiederum die Rumänin. Was aber erstaunlich war, ist, die Kultur war die gleiche. Wissen Sie, es gibt einen deutschen Kern. Und zwar einen, der auch weltweit gelebt wird. Wenn Sie als Deutsche in Rumänien groß werden oder in Südafrika oder egal wo, haben Sie dann eine Parallelgesellschaft gegründet, die sich im Prinzip nicht assimiliert hat. Die war schon da immer. Aber es ist erstaunlich, dass quasi in zwei Regionen gleichzeitig mit der gleichen Sprache, die gleiche Kultur, die gleichen Kinderlieder, die gleichen Kinderbücher gelesen. Das heißt, es gibt so etwas wie eine deutsche Kultur. Und die möchte ich einfach sagen, da möchte ich gerne, dass alle, die hierher kommen, auch das mit positiv begleiten und nicht sagen, mir ist völlig egal, wo ich hier lebe. Es ist zwar ganz nett hier und es ist ein super Sozialstaat, aber ansonsten will ich mit denen nichts zu tun haben. Ich will auch die Sprache nicht lernen. Mhm. Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Das ist mir zu wenig. Ich glaube, diese Leitkulturthema sollte man diskutieren und darf man diskutieren, und es ist gut, dass diskutiert wird. Aber für uns, die jetzt nicht Deutsche sind, sozusagen, wäre schön, wenn man hat das Gefühl, dass wir sind inklusiv Teil dieses Diskussion. Na, es ist manchmal so, dass wir Deutschen diskutieren, was ihr andere Deutsche ihr euch benehmen in unserem Deutschland, um dazuzugehören. Sie haben doch selber vorhin berichtet, Sie sind jetzt deutsche Staatsangehörige. Ja. Also der deutsche Staat hat offiziell anerkannt, jawohl, deutsche Staatsangehörige. Also ich stelle es nicht in Frage, dass Sie Deutsche sind. Sie nicht. Aber da draußen, Realität... Wollen Sie mal die Zuschriften noch mal zurückkommen, erstens darauf. Nein, Frau Maischberger hat vorhin, und das möchte ich schon jetzt noch mal in Erinnerung, Frau Maischberger hat vorhin diese Frage aufgeworfen, wie viele Leute hier auf die Fragen hin sagen, ihre Glaubensvorstellung stünde über dem deutschen Gesetz. Sie haben da ein bisschen wachsweich drauf geantwortet, ja, das sei schon ein Problem. So, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, anders als bei dem Handgeben. Das ist völlig indiskutabel. Mhm. Was bei uns Gesetz ist, was vorgeschrieben ist, was verboten ist per Gesetz, das gilt für alle, und zwar ausnahmslos. Ja. Und das muss man von jedem vom ersten Tag an klar machen. Richtig. Keiner kann in unser Land kommen und sagen, weil ich aus einer anderen Kultur komme, einer anderen Religion habe, könnte ich mich über irgendetwas hinwegsetzen oder würde für mich nicht gelten, was hier Gesetzesstandard ist. Da sind wir hier, die heute hier zusammen sind, hoffentlich einig. Aber genau diese Umfragen, die Frau Maischberger vorhin zitiert hat, die belegen, dass es leider Tausende in unserem Land inzwischen gibt, die das so nicht akzeptieren. In diesem Land, das ist ein Problem. Sie haben, und darüber kann man nicht einfach... Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht, aber in diesem Land gibt es Millionen, die mit Hass, Beleidigung, Bedrohung durch die sozialen Netze ziehen. Das sind nach meiner Wahrnehmung nicht nur, aber weit überwiegend Bio-Deutsche. Und in diesem Papier steht nichts davon. Das ist aus meiner Sicht einer in dem Moment der gravierendsten Verstöße gegen das, was ich unter Leitkultur verstehe, nämlich gegen Toleranz, Menschlichkeit und Weltoffenheit. Und da redet dieser Innenminister nicht drüber. Die Politik diskutiert darüber, das Land diskutiert darüber. Er aber nicht, weil für die Leute, die er anspricht, da gehören viele genau zu denen. Die rassistischen Sprüche von Pegida sind völlig indiskutabel und haben in der Tat eine sehr artige Zusammenlegung. Ich würde
Tourismus kommt jetzt. Integrationsprobleme. Ich würde gerne Ihnen beiden noch eine Frage stellen, weil Sie gerade an einem interessanten Punkt waren. Sie haben gesagt, in Amerika ist das selbstverständlich, das sind alles Amerikaner. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie, obwohl in Deutschland geboren, den deutschen Pass bekommen haben? Mit 15. Also 15 Kettenduldung, Jahre. Permanente Kettenduldung. Und deswegen finde ich, dass wir so viel weiter sind. Das meine ich. Kann das ein Unterschied sein? Also zu Amerika, wo man einfach, ja, wenn man in Amerika geboren ist, dann einfach auch Amerikaner ist. Glauben Sie, das macht einen Unterschied am Ende dann in der Identität? Jeder, der in dem Land geboren ist, ist automatisch Amerikaner. In Deutschland? Nein, weil ich glaube, weil diese Identität gegolten. Auch die Zugewanderten ja in Amerika entwickeln. Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich, wir Deutschen haben, Grundsätzlich immer so ein Problem mit unserem Deutschsein. Und das haben andere Nationen nicht. Der Franzose ist auch durch und durch Franzose. Und er ist stolz, Franzose zu sein. Ohne Ende. Ja, aber auch die in allen Ländern haben sie auch Integrationsprobleme. Aber ich sage nur, die Frage der eigenen Identität definieren alle anderen Nationen viel einfacher und viel lockerer. Nein, überhaupt nicht. Weil die haben Franzosen haben Riesenprobleme, weil die Leute, die aus dem Maghreb dahin gekommen sind, werden ausgegrenzt. Aber der Franzose definiert sich als Franzose. Ja, und sie sind auch Franzosen und sind nicht so integriert. Ich wollte auf die USA. Vorstädten, wo sie gefangen sind und arbeitslos. Darf ich die Herren einmal ganz kurz, Frau Schiebel, zuhören? Ja, weil wir ja über die USA gesprochen haben. Ja. Das Selbstverständnis der Amerikaner ist, dass sie ein Einwanderungsland sind und eine Einwanderungskultur haben. Wir haben eine Weile gebraucht. Die CDU, CSU hat noch viel länger gebraucht als die Sozialdemokraten anzuerkennen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Wir sagen es alle. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so richtig in unseren Köpfen angekommen. Was bedeutet ein Einwanderungsland zu sein? Und deswegen, wenn die Amerikaner haben ein ganz anderes Selbstverständnis mit dem Thema Einwanderung und Nation und Identität mit diesem Land, als wie es wir haben. Aber trotzdem finde ich, dass wir nicht alles schlecht reden sollen an Integration, was wir hier haben, ohne dass ich schön reden möchte, was es an Integrationsdingen gibt. Zeigen wir Ihnen noch mal ein Beispiel. Also ich sage Ihnen, 15 Jahre staatenlos, ja, Kettenduldung. Alle 3 Wochen zu dieser Ausländerbehörde, alle 3 Monate und so weiter, bis ich 15 wurde. Das haben wir heute nicht. Meine Eltern wurden nicht verpflichtet, Deutsch zu lernen. Heute ist Deutsch Pflicht, gehört zu den ersten Kriterien, die wir an die Neuankömmlinge setzen. Und das ist alles gut. Und deswegen sage ich, wir sind so viel weiter. Wer hat sich denn dafür für die Pflicht Deutsch zu lernen eingesetzt? Das war nicht die SPD, sondern die SPD hat von Zwangsgermanisierung gesprochen. Das müssen wir ehrlicherweise auch dazu sagen. Auf die andere Seite der Gesellschaft, Herr Herrmann muss ein bisschen tapfer sein. Es gibt tatsächlich auch in diesem Land noch Menschen, die Integration noch mal ganz anders betrachten. Einen haben wir gefunden in Bayern und das in einer Diskussion des Kollegen Frank Plasberg. Ich weiß nicht, Herr Herrmann, ist Ihnen das eigentlich im Nachhinein peinlich? Ich habe spontan dieses Wort, dieses unsägliche Wort von diesem, der da als Bayer dargestellt wurde. Und das ist nun wirklich nicht die normale Stimmung von bayerischen Bürgern. Ich habe das aufgegriffen, um es ins Gegenteil zu verkehren. Sie hätten und ja deutlich sagen, zu machen, wir haben doch längst viele, viele Menschen, auch mit anderer Hautfarbe in Bayern, die selbstverständlich gut integriert sind und so weiter. Aber Sie hätten ja auch darauf auf dem Sie viele hätten ja auch Treffen auf auch Mann, mit Roberto Blanco gehabt. Weiß ich, der hat Ihnen verzeiht, der ist ja auch, glaube ich, Ehrenmitglied der CSU. Aber Sie hätten ja dem Mann auch sagen können, es gehört zur deutschen Leitkultur, dass man im Jahre 2017 nicht mehr Neger sagt. Ja, bin ich völlig der Meinung. Ich verwende dieses Wort auch nie. Darf ich mal kurz in die Runde fragen? Er hat ja gesagt, wir gehören nicht zu uns. Das ist die schlimme Farbige, Frau ja. Mabuse. Farbige, Frau Mabuse. Sie haben gerade geschluckt in diesem Moment. Ja. Warum? Ja, alles, was man damit verbindet, dieses Wort Neger, ist einfach negativ und es tut einfach weh, muss man das einfach so sagen. Auch wenn man das, weil was sagen die Leute zu mir, die sagen, oh, Neger, und dann sage ich, Leute, das ist nicht so schön. Aber das haben wir immer so in Deutschland gemacht oder gesagt oder tut. Und er sagt, Leute, das geht ja gar nicht. Nein, das ist nicht immer böse gemeint. Was ich gerne diskutieren würde an diesem Punkt ist, wie viel Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sehen Sie in Deutschland? Beispielsweise, wenn Sie jetzt in den sozialen Medien, also im sozialen Netzwerk unterwegs sind. Das ist schon sehr extrem. Also, und es ist mehr geworden, muss ich sagen. Wenn ich nach Deutschland kam für 17 Jahre, das ging. Ich komme aus Südafrika, wo ich bin gewöhnt, Rassismus, wo die Leute laut gesprochen haben, wo die wirklich uns quasi angegriffen haben. Und das war nicht so in Deutschland. Und mittlerweile ist es eigentlich so in Deutschland, dass die Leute für irgendwelche Gründe spüren, jetzt können wir stärker mit unserer Meinung sein und
angreifen und worttätig sein, wo ich selbst jetzt überrascht war. Weil diese Wechseln, das war eigentlich gar nicht so. Ich hab Leute sehr gerne gesagt, ich bin sehr gerne in Deutschland, weil da ist dieser Rassismus nicht so ein Thema. Aber jetzt ist es ein Thema. Soziale Medien ist Katastrophe. Bei mir, ich löse das andauernd, weil ich will das nicht. Ich habe sehr viele junge Leute auf meiner Seite. Was wird denen geschrieben? Ganz böse Sachen. Die werden mich schlagen mit Baseballschläger und sonst irgendwelche Affe und sonst irgendwelche Sachen. Ich kann damit umgehen, weil ich komme aus so einem Land, abgehärtet, wo ich sage, okay, wie auch immer. Aber es gibt sehr viele junge, dunkelhäutige Menschen, die hier geboren sind. Die haben nichts mit Afrika zu tun. Mhm. Ja, und die spüren das tatsächlich. Die schreiben mir und sagen, man merkt, das nimmt zu. Das nimmt zu. Man merkt einfach, das nimmt zu. Sie sagen das auch, Frau Schäbli, ja, dass es zunimmt? Ich habe das ja auch am eigenen Leib erlebt, als der regierende Bürgermeister Michael Müller in Berlin mich zur Staatssekretärin ernannt hat. Ich habe Zuschriften bekommen, für die ich niemals für möglich gehalten hatte. Warum und glauben Sie denn, dass es zunimmt? Weil die Leute das Gefühl haben, sie können Sachen heute sagen, die sie vorher nicht sagen konnten. Das hat doch etwas damit zu tun, dass Hemmschwellen einfach sinken. Die AfD mit der AfD und ihren Parolen, die wir einfach so durchlassen häufig, weil wir sagen, ja, das ist eine demokratische Partei jetzt inzwischen, in vielen Parlamenten vertreten. Aber das, was diese Partei predigt, ist purer Rassismus und motiviert ganz viele Menschen, Sachen zu sagen, die vorher ein Tabu waren. Ich glaube, dass das gar nicht mit der AfD zu tun hat, sondern ich glaube, dass das eher auch ein Phänomen ist der digitalen Medien und der Anonymisierung.